Und mit dem Extraktor können wir ja lustige Sachen machen. Und es reicht natürlich nicht. Mist. Wir brauchen noch mehr Kautschuk. Drei Stück reicht das? Nee, reicht nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. So, ist hier mittlerweile was nachgewachsen? Nein. Okay, ich dachte, ich hätte einen Zombie gehört. Ja gut, drei Stück, das ist jetzt nicht so gut, ne? Bräuchten mehr. Mache ich ja normalerweise total ungern, aber ich glaube, uns wird da im Moment nichts anderes übrig bleiben. Wir nehmen uns einfach mal zwei Kohle. Hauen zweimal... Ja, ein paar Kupferkabel. Und hauen das einfach unisoliert rein. So. Aber wir bekommen keinen Schaden. Warum nicht? Normalerweise müssten wir Schaden bekommen. So. Ja, mit dem Extraktor können wir eine ganz witzige Sache machen. Wir können nämlich zum einen das Kautschukmaterial da reinhauen, aber auch das Holz des Gummibaums an sich. Dauert natürlich ein bisschen, bis das Ganze so durchgegangen ist. Hat aber einen wunderschönen Vorteil, nämlich zum einen nicht nur, dass wir auch das Gummibaumholz da reinhauen können und das Kautschuk an sich. Man bekommt aus dem Kautschuk mehr raus. Wenn wir das normal in den Ofen packen, bekommen wir so ein Gummi raus und bei dem Extraktor sind es eben drei. Und das ist, ja, ziemlich nett. Würde ich mal jetzt so behaupten. So, während das hier alles so ein bisschen, schön vor sich hin arbeitet, machen wir uns noch eine Metallhülle, denn wir brauchen für den Metallformer, glaube ich, noch so eine Hülle, genau. Da nehmen wir uns jetzt einfach mal vier Eisen raus. Hauen das in den Macerator. Und da kann das Ganze schon mal so ein bisschen vor sich hinarbeiten. So, hier haben wir jetzt schon wieder fast keine Energie mehr. Na komm, hauen wir alles an Kohle rein. Ist eh egal. So, komm, ein Gummi noch. Und wir brauchen noch ein bisschen... ...dat. Und ich glaube, das war ein Fehler jetzt. Ich glaube, das war ein Fehler. Wo ist es da? Wir brauchen Kupfer, Zinn, Mischverhältnis 3 zu 1. So. Ach komm, Macerator, mach hinne. Wir haben doch keine Zeit. Das muss heute alles ein bisschen schnell gehen. Na komm, so. Jawohl, nee, warte mal. Wir machen zuerst das Kupfer. Das dauert einfach länger. Und ja, jetzt heißt es eigentlich warten. Nutze aber die Gelegenheit ganz einfach mal, um noch so ein bisschen das Inventar aufzuräumen, denn mittlerweile ist das schon wieder ganz schön voll. So, die Kisten brauchen wir noch. Die Steine brauchen wir aktuell nicht. Wobei... So.
Das sieht einfach scheiße aus, wenn das hier unisoliert ist, deswegen, ja, reparieren wir das eben mal ganz schnell. So. Ja, der Generator kann auch ein bisschen EU speichern, allerdings, ich glaube nur 4000. Ja, ich glaube 4000. Und die Bedbox natürlich halt ein bisschen mehr. So, wie schaut's hier aus? Könnte ein bisschen schneller gehen. Da hätte ich jetzt zumindest nichts gegen. Und wo sind unsere Zapfhähne? Achso. Ja. Die haben wir schon verarbeitet. So, während das Ganze hier so ein bisschen am Werken ist, bauen wir hier schon mal weiter. Denn hier machen wir uns so den kleinen Achievement-Raum. Für die ganzen Toro-Items und Erfolge, da werden dann später noch so ein paar... Alter. Wo ist das Ding jetzt bitte wieder eingeschlagen? Na komm, wo bist du reingedonnert? Ja, keine Ahnung. Oh, ein Eiskomet. Okay. Ist natürlich ein bisschen schade, dass nicht die Zeit da steht, wann der Meteorit ja, auf die Erde treffen wird. Ich meine, normalerweise müsste das ja ohne Probleme ja auszurechnen sein. Aber seltsamerweise steht es nicht mit dabei. So, der Raum muss allerdings ein bisschen größer sein. Haben wir noch? Haben wir nicht. War gerade am gucken, ob wir noch eine Eisenschaufel oder die Steinschaufel haben, damit wir die auch noch benutzen können. Damit schon mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, dass wir nicht so viele Sachen überall rumliegen haben. Und wenn wir die Gelegenheit schon haben, da irgendwie das ja, zu verarbeiten bzw. zu verbrauchen, warum sollte man die Chance nicht nutzen? Wäre ja doof, wenn wir das nicht machen würden. So. Ja, hier hebe ich mir mal noch so ein paar Dinge auf. Einfach weil, ja, weil ich es kann. So. Wie machen wir das hier? So und, ja gut, hier müssen wir noch ein bisschen wegmachen. So, schauen wir noch, ja, alles zu schnell, viel zu schnell. So, das ist mittlerweile durch, jetzt das Zinn. Sehr gut, da funktioniert das ja doch. Kriege ich heute alles hin. So, wofür das Bernstein allerdings gut ist, weiß ich auch noch nicht. Also ich meine, es hat irgendwas mit Taumquach zu tun, beziehungsweise mit den Hexenöfen und alles mögliche. Dass man da so ein paar Sachen mitmachen kann. Allerdings, ja, wie gesagt, habe ich noch nicht herausgefunden, wie. Ich hoffe ganz einfach mal, dass ja, das Ganze noch in der Testwelt so ein bisschen vorangeht. Wie gesagt, hauptsächlich habe ich mich nur darum gekümmert, erstmal so nahrungstechnisch alles in Schuss zu bringen und natürlich erstmal die Energieversorgung so ein bisschen aufrecht zu erhalten, denn ohne Strom geht nichts. Da geht einfach gar nichts. So. Aber können wir auch mal so ein bisschen, ja, ich habe natürlich wieder keine Themen vorbereitet, eigentlich wie immer. Aber da fällt mir jetzt schon wieder so eine kleine Sache ein, so zu anderen Spielen auch und so. Ich lade ja auch ab und zu so Osu-Lieder hoch und halt, ja, von dem Spiel Osu. Osu. Und, ja, ich spiele das ja jetzt schon so eine gewisse Weile, sag ich mal. Also, 1,5 Jahre.
Anfang November 2013 damit angefangen und ja, bin jetzt mittlerweile schon so weit, dass ich das allererste Turnier bestreiten werde. Das Turnier wird natürlich auch live übertragen auf Twitch, allerdings nicht von mir, sondern das wird direkt von den Veranstaltern da gestreamt. Und da wird es allerdings, ja, zum einen noch ein kleines Informationsvideo drüber geben und andererseits werde ich die Links zu den ganzen Sachen, in die Videobeschreibung einfach mal reinpacken. Also, ja, die Spinne bricht sich gerade alle Knochen. Sehr gut. Also, was heißt sehr gut? Ist eigentlich nicht gut. Wir haben keine Steine mehr. So, hier packen wir erstmal hier was rein, dass da nicht irgendwelche, ja, Mobs spawnen. So, jetzt können wir loslegen. Wir brauchen das und das. So, da bekommen wir Bronzestaub und mit dem Bronzestaub, das kommt allerdings anschließend in den Ofen. Was? Was machst du denn hier? Das ist aber nett. So, packen wir das einfach mal hier rein. In der Zwischenzeit kann ich noch was essen. So. Und da können wir uns den Metallformer schon bauen. Ja, Metallformer ist ja eigentlich ganz nett, würde ich jetzt mal behaupten. Also ja, sparen wir uns im Prinzip die ganzen Werkzeuge hier, also den Seitenschneider und den Schmiedehammer. Denn wenn man sich die Dinger ständig irgendwie neu bauen muss oder so, dann geht das dann doch schon ziemlich an die Ressourcen. Beziehungsweise an den Eisenverbrauch. Und dadurch, dass wir ja im Moment sowieso nicht so viel Eisen haben, ist das ein bisschen scheiße. So, wir brauchen einmal das. Dann Kupferkabel und Redstone. So. Und wir haben einen Eisenbahn zu wenig. Oh, das kann nicht wahr sein. Warum haben wir kein Eisen? Schlimm sowas. So, den packen wir hier rein, damit wir auch das Maximum rausholen. Ja, unsere Energie ist auch nicht so wahnsinnig gut. Na komm, mach hin. Perfekt. So. Kann das auch hier oben rein. Und wir können jetzt endlich anfangen, unseren Metallformer zu bauen. So. Das nehmen wir raus. Bronze. Oh, ich hoffe, dass das reicht. Es reicht nicht. Um eine einzige. Ernsthaft? Wir müssen uns jetzt wegen einer beschissenen Bronze-Item-Hülle noch so einen kompletten Hammer bauen? Ich dreh am Rad. Ich dreh so weit von am Rad. Das kann nicht wahr sein. Oh, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Na komm, die letzte Kohle verballern wir auch noch. Wir haben's ja. Und Stöcke haben wir auch nicht mehr. Ah, heute geht echt alles schief.